Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stellen wir euch den Nutri Shopper 4D Multizerkleinerer vor. Der Universalzerkleiner hat einen kraftvollen 300 Watt Motor und eignet sich zum Zerkleinern von Zwiebeln, Knoblauch, Nüsse, Fleisch und mehr. Auch das Schlagen von Sahne ist möglich. Der Mixbecher inklusive Ausgießer und Handgriff hat ein Fassungsvermögen von 500 ml. Und ein Rezeptbuch mit tollen Rezepten bekommt ihr auch dazu. Durch das Stecksystem lässt sich das Gerät einfach zusammensetzen. Nach dem Einsatz lassen sich die spülmaschinenfesten Teile auch leicht wieder abnehmen. So ist die Reinigung mühelos einfach. Und die Autoblade-Funktion mit automatischer Auf- und Abbewegung des Schneidemessers ist für gleichmäßiges, schnelles und mühelloses Zerkleinern geeignet. Im Rezeptbuch von Nutri-Lovers findet man viele tolle Rezepte, so wie zum Beispiel Guacamole und auch leckere Salsa. Diese haben wir auch direkt ausprobiert und es war super lecker. Mit der Pulsfunktion können wir die Konsistenz unserer Speisen selbst kontrollieren. Denn so wird per Tastendruck nur kurz zerkleinert. So passen wir auf, damit es nicht zu flüssig oder matschig wird, wenn wir dieses nicht möchten. So einfach und leicht ist die Guacamole fertig und wir können sie mit unseren Nachos genießen. So einfach lässt sich auch eine leckere Salsa zubereiten. Mit Tomaten, Zwiebeln, Salz, Pfeffer, etwas Chili und Limettensaft.
Wir grillen gerne. Diesmal gab es selbstgemachten Döner. Wie ihr seht, wird dieser auch bei uns im Wechsel mit Hack und Fleisch an den Spieß gesteckt. Zum Döner braucht man natürlich auch eine leckere Soße. Wir haben uns für eine Knoblauch-Joghurt-Soße entschieden. Diese ist einfach so lecker und passt super zu Fleisch. Für die Zubereitung der Soße eignet sich der Chopper perfekt. Die Zwiebeln und auch der Knoblauch werden perfekt zerkleinert. Die Soße ist ruckzuck gemacht und schmeckt total gut. Probiert es doch mal selbst aus. Dazu braucht ihr einfach nur Knoblauch, Zwiebeln, Mayo, Joghurt, Salz und Pfeffer und etwas Zucker. Da diese Soße ruhig flüssiger sein kann, verwenden wir hier nicht die Pulstaste, sondern schalten das Gerät einfach an und schalten es selbst wieder ab, wenn uns die Konsistenz gefällt. Wir hatten Lust auf eine selbstgemachte Schokocreme. Diese hat im Gerät auch super funktioniert. Diese Zubereitung dauert etwas länger, da die Nüsse etwas Zeit brauchen, bis sie zu einem Mousse verarbeitet sind. Deshalb habe ich das Video hier etwas schneller gemacht.
Wie ihr seht, lässt sich vieles mit der Maschine zubereiten. Seid ihr auf der Suche nach einem Zerkleinerer, da kann ich euch diesen hier empfehlen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sehen uns in den nächsten Videos. Bye bye!